Willkommen bei einer weiteren Folge Let's Play Clash of Clans mit mir, dem Thorsten. Und ihr seht, mein Tag fängt echt toll an bei Clash of Clans, nämlich mit einer Niederlage. Aber ihr habt das im Thumbnail gesehen, Stress pur. Obwohl ich mich gestern ja noch so aus dem Fenster gelehnt habe, dass wie diese kleinen Tagesclan-Spielchen haben hier, habe ich gedacht, Toto, das machst du mal ganz locker. Aber wer so ein bisschen mehr Accounte spielt, das wisst ihr selber, der hat da ein echtes Problem mit. Und ich habe vor allen Dingen da ein Problem mit, denn ich habe heute erst einen Charakter überhaupt durch dieses Spiel bringen können, also durch das erste Tagesevent hier. Und ihr seht das hier, es gibt natürlich, also bei aller Liebe, ich weiß, es gibt die Riesen jetzt günstiger und es gibt den Gift-Spell günstiger, aber die Truppen totgiften, das haut nicht wirklich hin. Also nur Clanburg oder King Queen so ein bisschen verlangsamen, dass sie nicht so schnell schießen oder so viel Schaden machen. Oder aber die Skelettfallen, egal ob Luft oder Boden, kannst du damit giften. Mehr geht leider nicht. Also ohne Ende den Giftspell jetzt bauen, das bringt es mal so gar nicht. Das habe ich aber schon mal gesagt, dass dass so ein Giftspell-Event irgendwie total über ist. Aber egal, es gibt den billiger, es gibt den 4-fach-Stern-Bonus, den kann ich nicht, ihr seht das, ich kann den nicht mit euch erspielen, das macht aber nichts, aber ich denke mal, das erste, den kriegen wir hier in jedem Fall rein, die Trainingspotion. Und was ich aber auch mal wieder verpeilt habe, nichts hier in der Clanburg, aber ich habe ja, ich habe so ein bisschen umgebaut hier, ihr seht das. Nee, ihr seht das eben nicht. Ihr seht das eben nicht. Ich habe mein Mikro mal von da genommen, von links, denn ich glaube, ich kann so ein bisschen, ich habe noch mal so ein bisschen mehr Beinfreiheit für euch, also Hände, Füße, bla bla bla. Das war bisher immer irgendwo von rechts und das hat mich immer so ein bisschen gestört, vor allen Dingen bei anderen Aufnahmen. Ihr werdet das diese Woche noch sehen, hat mich das unheimlich dass das Mikro von rechts kam irgendwo. Jetzt habe ich es mal von links genommen, weil mein Mischpult war natürlich auch mal rechts auf einem Beistelltisch. Das habe ich jetzt mal hinter diesen Tisch gebaut. Da ist nämlich noch so eine Innenkante. Da liegt die Elgato drin, da liegt eine Steckerleiste drin. Da ist jetzt auch das Mischpult. Und denn das Mischpult brauche ich eigentlich nie. Das ist einmal gesettet und dann läuft das hier. Mein Sound ist, glaube ich, immer, ich glaube, ich bin immer ganz, ganz gut zu hören. Wenn nicht, dann muss ich das Mikro halt ein bisschen mehr rannehmen. Oder halt ein bisschen wegmachen, aber ich glaube so, man sagt ja so 20 cm reicht. Und wenn man dann so einen schwarzen Bollo hier so sieht, dann ist das auch nicht ganz so schlimm. Aber nichtsdestotrotz, wir wollen ein bisschen reinhauen mit dem Account hier. Denn ich war mit dem Kollegen hier etwas faul. Ihr seht das, ich habe, ja das ist auch ganz witzig, ich habe noch Erdbebenzauber parat. Denn ich musste noch so ein paar Mauern gestern zerstören für ein Clanspiel-Event, also in den richtigen Clanspielen. Und da habe ich gedacht, da machst du viele Mauern, macht man einfach mit diesem Erdbebenspell kaputt. Und wir suchen jetzt aber nur vieles Dunkles. Das haben wir hier schon mal gefunden. Ich sehe da nur einen King. Ah ne, ich sehe doch eine Queen. Okay, das ist aber nicht ganz so schlimm. Den nehmen wir in jedem Fall mal mit. Also mal sehen, auf dem Weg zu dem Tagesevent hier. Was kleiner Stress pur für mich ist, aber ich denke mal, für euch ist es nicht so. Ich muss jetzt nur mal gucken, wo ich hier eigentlich aufmache. Ich glaube, ich kann da aufmachen. 6 Felder schafft der Erdbebenzauber. Ich weiß, ich beschimpfe den Erdbebenzauber immer als unheimlich lame. Das bleibt auch leider so bei mir. Und aber ich habe gar nicht die richtige Truppe am Start. Ich meine, 3 Sterne schaffen wir. Aber ich glaube, wir brauchen Riesen. Mist. Okay, egal. Wir brauchen eigentlich Riesen. Und die haben wir jetzt nicht am Start. Ich habe das heute auf der Arbeit so ein bisschen mitbekommen, dass wir hier Riesen brauchen im ersten Event. Habe ich noch mit keinem gemacht. Ich habe jetzt nämlich nur noch, eigentlich habe ich jetzt nur noch 2 Wutzauber. Dafür habe ich mir schon mal ein paar Mauern aufgemacht und der Weg in die Mitte hier ist super frei, auch für meine Queen hier. Die soll ja ein bisschen wachsen. Sie ist erst auf 3. Ich habe echte Mühe mit diesem Account hier. Das ist auch so ein bisschen komisch, muss ich sagen, richtig was zu reißen. Weiß ich nicht. Mit dem Neuner hier quäle ich mich. Es kann auch daran liegen, dass ich ihn halt echt super, super selten spiele oder eher wenig bespiele. Aber dennoch, ich habe, ihr wisst das, wer meine Folge so ein bisschen beobachtet, da muss ich tief in meiner Playliste wühlen, wann der hier Rathaus 9 geworden ist und ich habe meine Queen erst auf Level 3. Ja, ist halt so, kann man nichts machen, aber ich will auch mit dem so ein bisschen weiterkommen und das Dunkle haben wir,
Ah, nicht ganz, okay, das kriegen wir auch, denke ich mal, nicht. Nee, das haut nicht hin, aber 2,25 ist in Ordnung, glaube ich. Der Rest ist auch in Ordnung, denn wir haben in jedem Fall, glaube ich, das erste Ding hier gewonnen. Ja, das haben wir gewonnen und könnten uns jetzt die 10 Gems hier abholen. Denn wenn ich jetzt sage Claim, dann fragt er mich, ob ich das für 10 Gems haben will. Möchte ich aber nicht. Ich möchte nämlich mit euch ein wenig boosten, nicht collecten, Toto. Ich möchte mit euch ein wenig boosten. Dann lohnt sich das Ding nämlich, hier wieder reinzufarmen. Also, ich bin heute Abend auf dem Account vom Chief. Und wir müssen, glaube ich, ein paar Riesen ausbilden. Das müssen wir, glaube ich, 5-mal machen. Ich hatte mir hier eine Armee überlegt, die auch ganz, ganz gut gängig ist in den Clankriegen. Ich habe zwar jetzt erst 3er Heiler. Das ist aber, ich denke mal, das kann man trotzdem machen. 19 ist da ein bisschen viel. Ich glaube, wir brauchen. Oh, 16 habe ich da mitgenommen. Donnerwetter. 16. Ein davon. Was habe ich noch am Start? Zwei davon. Oh, viel geht da nicht mehr. Okay, und zwei von den Lufttruppen. Ja, alles klar. Dann machen wir das so. Wir nehmen einen davon. Irgendwie haben wir jetzt wieder mal was zu viel, habe ich das Gefühl. Oh, das ist immer das Gleiche. Es ist irgendwie immer das Gleiche, dass ich mein Gift nicht verbrauche. Am besten schmeiße ich ihn einfach weg. Aber er ist ja jetzt sowieso super günstig. Das heißt, hier kommt er wieder hinzu. Und ich würde sagen, wir machen in jedem Fall noch so ein bisschen was hier. Denn hier hat der Clankrieg gerade mal so gestartet. Ich hatte Glück, auch da habe ich mich gestern wieder total aus dem Fenster gehangen. Habe so eine tolle Mail losgeschickt. Wir suchen morgen Abend, am frühen Abend wieder. Und habe es selber nicht geschafft, nicht mehr dran gedacht. Aber wie gut, dass ich nicht ganz alleine bin. Ich bin jetzt allerdings mit dem Avatar dabei. Was haben wir denn eigentlich noch? Okay, der Alex ist in Ordnung. Jetzt von meinen Accounts mal und hier ganz unten, Alter, wen haben die mitgenommen? Hausfrau Uschi, alles klar. Okay, wir sehen uns zum zweiten AG. Ich werde mal eben die Bowler nachbauen und dann machen wir hier ganz fröhlich in den Events weiter. Ich danke dem Clash of Clans Gott für diese nette Lootbase hier. Also echt krasses Teil hier. Mit 431.000 Gold, ihr könnt ja selber zählen, 725, Alter, so viel Elex. Und ich brauche das Elex vor allen Dingen, weil bei mir läuft das Labor zurzeit nicht. Also richtig krasse Sache hier. Und das freut mich. Das freut mich, muss ich mal sagen. Aber pass mal auf, der hat hier jetzt fette Clanburg, aber. So wirklich gut ist die Base hier jetzt nicht. Was mich ein bisschen stört, sind natürlich die Luftabwehren. Die werden jetzt meine Riesen, glaube ich, gleich so ein bisschen hart zerstören. Aber gucken wir mal einfach. Wir gucken einfach mal, wie wir uns schlagen. Mit Dreier, Heilern, mit einem Babydrachen hier und wirklich nur echt wenig Magiern an der Stelle. Wir müssen hier jetzt so ein bisschen funneln, sonst rennen meine Helden gleich außen rum. Da habe ich keinen Bock drauf. Dass die das machen, kommen die Kaserne da noch weg. Dann würde ich nämlich ganz piano hier jetzt mal meine Helden setzen und die Bowler aus der Clanburg. Das sieht schon mal gar nicht mal so schlecht aus. Die Wutzauber nehme ich übrigens zumindest ein für die Riesen und die Heiler mit. Also weder für den King noch für irgendwas anderes. Ich habe noch 3 Heilzauber. Natürlich habe ich jetzt ein bisschen Dunkles ausgegeben. Aber Dunkles habe ich, na, ja, ich habe auch Dunkles im Fokus, klar. Ich habe auch Dunkles im Fokus. Deswegen nehmen wir hier unsere Hox genau beim King rein. Jawohl, Toto, super gemacht, aber die Base ist jetzt auch nicht wirklich, wirklich super stark. Und dann können wir hier zu der Kanone noch gehen und können hier jetzt schon mal ein wenig clean absetzen, denke ich mal. Die reiten in jedem Fall den dicken King davon. Und jetzt nehme ich doch mal den Event Gift. Also Gift auf den dicken hier. Kann man mal machen. Dann das verlangsamt den A und B macht er ja nicht mehr so viel Schaden. Und meine Hogs haben sie in jedem Fall gerissen. Die Hogrider habe ich nicht ganz umsonst auf 5 gezogen. Auch mit dem kleinen Account hier. Denn die sollen mir hier zumindest in den Clankrieg so ein bisschen den Arsch retten. Also ich mit meinen kleinen Helden. Hogrider auf 5. Das ist schon nicht schlecht. Das ist schon nicht schlecht. Und die machen das in jedem Fall hier in dieser Base hier. Also den Angriff schon mal gewonnen. Das heißt 1 von 5 in diesem Riesen-Event. Das werde ich in jedem Fall heute Abend noch machen. Mal sehen. Da hat man ja ein bisschen länger Zeit für. Gleich erstmal die Clanspiel-Rewards abholen. Da habe ich auch noch ein bisschen was offen. Und ich muss mal gucken, wie ich das eigentlich mache. Ich habe jetzt 5,38 Millionen an Elex. Alter, der hat ja richtig was reingeballert. Donnerwetter. Und ihr seht das. Der Trank kommt jetzt ganz automatisch. Also ich habe jetzt wieder meinen Ressourcentrank reingeholt, 50 EP dabei bekommen.
und muss jetzt mal sehen, was ich hier eigentlich machen wollte. Ich hatte tatsächlich vor, die Packer zu leveln. 6 Millionen Elex. Und ich habe nur 5,25. Okay. Mal sehen, ob wir was in den Clan-Spielen reinholen können hier. Oh, das sieht ganz gut aus. Das sieht ganz gut aus bei diesem Account hier. Denn wir nehmen hier die Gems, wir nehmen da das Elex. Wir nehmen da das Elex. Das haben wir ja nun nicht mehr. Das Dunkle können wir uns auch noch reinfarmen. Das ist jetzt nicht viele 4680, das hole ich mir nicht. Den oder die Resource Potion brauche ich nicht. Wir nehmen den, oh nee, ich glaube, den kann ich gar nicht aufnehmen, oder? 1,6 Millionen. Man guckt auch nie vorher mal rein, was man eigentlich schon hat. Ah, doch, da passt reichlich rein. Da passt reichlich rein, weil ich mit dem Account auch nichts gemacht habe. Also den. Heldenbuch, yes. Und, ah, das ist jetzt schwer. Die letzte, oder das letzte Tier fällt mir unheimlich schwer. Die Elex-Rune ist richtig geil. Aber das Truppenverarbeitungsbuch ist auch nicht schlecht. Also wenn man es doppelt hat, also man kann eine Truppe fertig machen und kann gleich eine weiterleveln, ist auch cool, muss ich sagen. 120 Gems sind auch nicht zu verachten, aber Gems habe ich eigentlich genug mit allen Accounts. Deswegen entscheide ich mich mal für das Buch hier. Und dann schauen wir mal, ob wir nicht jetzt schon was im Labor machen können, wenn ich die Treasury hier leer mache. Alter, 7 Mille, das reicht ja in jedem Fall. Hier können wir einmal die Bola nachforschen. Ne, nicht nachforschen. Boden ist doof. Bola Gift ist besser. Bola Gift, so machen wir das mal. Und dann können wir in jedem Fall hier jetzt irgendwas researchen. Ja, wir können die Packers machen. 6 Tage. 6 Tage nur. 6 Tage nur. Demnächst glaube ich noch kürzer, aber egal. Wir lassen die 6 Tage laufen. Ich glaube, es lohnt sich jetzt nicht, die Truppe hier mit dem einen Buch fertig zu machen. Da gibt es sicherlich noch, na, vielleicht die eine oder andere Truppe, den Drachen oder den Babydrachen, die man da auch machen kann. Der Babydrache 5 Tage, der Drache selber 6,5 Tage, also schon ein bisschen länger. Heiler auch 6 Tage. Aber ich denke, ich kann auf den Päcker erstmal verzichten. Ich kann ihn erstmal auf 3 Tage lassen. Ich glaube, das ist ganz gut so. Weil ich ihn auch nicht brauche. Ich brauche ihn auch nicht im Event. Und deswegen muss ich ihn an der Stelle auch nicht machen. Für die 4,9 da kann ich eigentlich irgendwas bauen. Airsweeper, 750.000. Meint er, so ein Feger ist ganz cool. Ja, wir machen so einen Feger hier 2 Tage. Der nächste Bob wird nämlich in 18 Stunden schon frei. 3,8 habe ich. Passt. Ich bin wieder so ein bisschen in der Spur mit dem hier. Bin ich auch ganz froh. Und deswegen suchen wir in jedem Fall noch mal einen Gegner. Ein Klick. Leute, das war gerade ein Klick. Ich habe ja gerade einen kleinen Schnitt gemacht, aber eigentlich hätte ich gar keinen machen müssen, denn das war der nächste Klick hier. Also, ja, heute Abend weiß ich auch nicht. Der Clash God ist heute Abend echt mal mit mir, obwohl ich so viel oder das Ganze artet ja in Stress aus, weil ich es mit allen einigen Accounts machen muss. Aber das Riesenevent dauert ja doch 2 oder 3 Tage, glaube ich, läuft es. Und ich habe alle Zeit der Welt hier. Finde ich natürlich wirklich, wirklich nice. Und deswegen kann ich diesen Gegner hier, ja, ihr wisst, ihr kennt diese Base. Guckt in meine Playlist. Opfer. Auch wieder aus dem Fenster gelehnt. Es ist eine Opferbase. Es ist einfach mal so. Auch mit diesem Account hier. Und eben habe ich natürlich auch mal so richtig scheiße gelabert. Denn ich habe eben gesagt, und jetzt machen die Luftabwehren die Riesen tot. Boah, ich gucke immer, wenn ich ein Stück aufgenommen habe, immer mal wieder quer, ob es passte oder ob ich es nochmal aufnehmen muss. Und da habe ich aber mal wieder gesagt, Toto, da hast du mal wieder so richtig Bockmist erzählt. Ist nicht so schlimm, das sage ich auch sehr, sehr oft. Das gehört auch, denke ich mal, dazu. Das macht einen so ein bisschen authentisch, dass man immer mal wieder auch ein bisschen Scheiße erzählt und hier so richtig daneben verpeilt ist. Aber ich denke mal, in diese Base hier geht nichts. Da gehen die. Ja, ich würde sagen, wir nehmen hier einen von denen. 1, 2, 3, 4. Wir setzen hier schon mal einen Heilzauber, einfach mal so. So vorweg. Der hat noch nicht mal eine Bombe da außen. Wunderbar. Also die Hogrider hier gehen hier rein. Oh, ich kann hier sogar reinzoomen heute, ohne dass etwas passiert. Das gibt es ja gar nicht. So, dann hüppeln die da weiter. Da ist der Flächenschaden gleich. Am Magertum, ich meine, das ist eine tote Base gerade gewesen. Hier passiert nichts.
Aber gerade im Farm bin ich natürlich froh um jede Base, die genauso aussieht, muss ich sagen. Hast du gar keine Frage. Solche Gegner sind mir am liebsten. Euch sicherlich auch. Könnt ihr mir gerne mal in die Kommentare schreiben, ob euch auch solche Gegner am liebsten sind oder ob euch so ein bisschen so kleine Herausforderungen eher liegen. Ich denke mal, mir im Moment ist es eigentlich scheißegal, was ich für eine Base kriege. Hauptsache der Loot passt und der passt bei dieser Base mal wieder wie Arsch auf Eimer. Also gutes Dunkles hier bekommen, gutes Elex, ein Punkt wieder mal im Event. Und weil es so gut gelaufen hat und die Folge, ich sehe, dass gerade schon wieder ein bisschen lang wird, mache ich aber noch einen Angriff mit diesem Account hier. Ich will einfach mal so ein bisschen weiterkommen und die, wenn ich dann schon so ein bisschen Clash of Clans abends spiele, das ist hier gerade für mich ganz normales Spielen. Dann kann ich es auch aufnehmen und ein bisschen kommentieren. Ich meine, wenn ich es nicht aufnehme und mache jetzt sowas, dann sieht das immer so aus. Und da passiert gar nichts. Ja, also ich nehme einfach das auf, was ich eigentlich jeden Tag mache. Heute auf dem Chefkoch, denn der Chefkoch hat es ein bisschen nötig. 25.559, was brauchen wir eigentlich für die Misses hier? Wir haben ein Hellbuch bekommen. 27,5. Auf Level 4 wäre die schon nett. Ich könnte sie mir zwar noch hochballern. Ja, ich habe noch 450 Medals. Ich könnte sie mir hochballern auf 5. Na, mal gucken. Erstmal gerade recken lassen. Die Truppen sind noch nicht ganz voll. Ich habe noch ein paar Sekunden zum Fordern. Das mache ich in jedem Fall. Aber ich mache noch einen Angriff für euch. Also, es wird ein bisschen länger. Ich hoffe, das stört euch nicht wirklich. Ich darf es nicht sagen, aber WTF. Alter, was ist denn heute Abend los? Meine Herren. Donnerwetter, 3.382. Und ich glaube, ich baller, weil es heute Abend so schön war, gleich die Queen mit euch auf Level 5. Denn ich möchte unbedingt die Fähigkeit haben. Die fehlt mir hier unheimlich. Und zwei Bohrer voll X-Bogen verballert. Alter, das ist eine Traumbase. Das ist eine Traumbase für meine Armee hier. Auch wenn sie nicht ganz so Supermax ist. Jetzt muss ich gucken. Da. Ich glaube, hier sind meine Riesen ganz gut aufgehoben. Jetzt habe ich nur ein bisschen Sorge, dass ich so scheiße funneln kann. Dann mache ich das mal hier. 1, 2, 3, 4. 1, 2. Und okay, die müssen jetzt erstmal laufen. King und Queen kann ich hier jetzt mal setzen, aber die könnten jetzt scheiße laufen. Die könnten jetzt scheiße laufen. Denn wenn meine Bowler hier jetzt so ein bisschen verkacken, dann passt das nicht. Oh, Alter, ich habe vier Heil. Okay. Mal wieder nicht ordentlich nachgebaut, Toto. Da müssen wir jetzt doch mal die Bowler rausholen. Die Queen geht dort lang. Einmal hier den einen Lakaien gesetzt. Den habe ich jetzt mal auf der Ecke da vorne gesetzt. Und ja, ich muss es langsam angehen lassen. Langsam angehen lassen. Denn ich muss jetzt erstmal gucken, wo meine Truppen so ein bisschen hingehen. Wo geht meine schwächelnde Queen hin? Meine Riesen müssen sich hier durch die Mauer quälen. Die sind immerhin schon Level 5. Und jetzt machen hier die Magier und die gehen jetzt darauf, die Magier, habt ihr gerade gesehen? Erst machen sie bei den Riesen die Mauer ein bisschen mit, jetzt machen sie ihre eigene Mauer ein bisschen mit. Aber wir haben schon mal die Gegner-Queen geschafft und wir wollen die Helden leben lassen. Ich denke mal, wir lassen die Helden leben. Mit 4 Heilzauber geht das hier jetzt durch den Rest der Base. Ich weiß, dass das was wird, das ist einfach so. Denn die Hox wird hier nichts stoppen, kein X-Bogen. Okay, hier ist eine Tesla-Farm. Da kann man mal ein Heil einwerfen. Also alles noch ganz gechillt hier. Die gehen daher, die sind noch abgelenkt von da. Und oh. Okay, die lasse ich doch da mal sterben, glaube ich. Hier ist noch der Flächenschaden. Flächenschaden ist immer tödlich für Hox. Mein King lebt nicht mehr wirklich lange. Leute. Okay, hier ist keine Luftabwehr mehr an der Kanone, dann können wir in jedem Fall da reingehen und Heilzauber gezweckt. Wir haben den Heilzauber einfach mal gezweckt, ist egal. Jetzt haben wir noch zwei Bogenschützen hier, das machen wir auch noch mal. Ja, super Sache hier, also echt geil. Donnerwetter, ich habe heute mal richtig Luck hier mit dem Account. Ich glaube, ich hätte fast gesagt, ich bleibe auf dem. Ich mache mit den anderen Accounts eben mal nur meinen Pflichtangriff für das Tagesevent und der hier scheint heute richtig Lack zu haben. Also doch gar nicht mal so viel Stress. Ich bin jetzt ganz tiefenentspannt, denn ich kann gleich
die Queen hier leveln. Wir haben eben das Heldenbuch geholt. Folge wird etwas länger. Ich hoffe, das hat euch jetzt nicht so super gestört, dass wir heute mal ein bisschen aus dem Rathaus 9 Bereich Clash of Clans gemacht haben. CK habe ich im Moment gar nichts für euch. Wir sind alle in der Suche oder er fängt heute erst an. Das kommt denn erst die nächsten Tage wieder. Und ich will jetzt mal schauen, dass ich... Was? Okay. Ja, ich will mal schauen, dass ich die Armee nachbaue. Dann hatte ich gesagt, nehmen wir unsere Queen hier in die Pflicht. Einmal mit 27,5. Das passt. Alter, 201. Ich habe keinen freien Bilder. Nein! Ich habe keinen freien Bilder. Scheiße. 201 für einen freien Bauarbeiter. Das kann ich jetzt nicht machen. Nein, das kann ich nicht machen, aber ich kann euch versichern, dass der oder die Queen hier in der nächsten Folge Level 5 ist. Also ich mache genau das, was ich geplant habe. Allerdings 201 Gems ist es mir jetzt nicht wirklich wert, das Ganze zu beschleunigen, weil es hat keinen Nährwert. Ich bin nicht im CK und ich farm aber mit dem hier, glaube ich, so ein bisschen weiter. Der ist echt cool. Ich habe auch noch ein bisschen Boost. 21 Minuten. Das sieht ganz gut aus. Ich hoffe, die Folge hat euch trotzdem gefallen. Also vom Stress pur hier so ein bisschen zur Piano. Und wenn ihr neu auf meinem Kanal seid, ihr könnt dort, jawohl, dort abonnieren. Bitte stellt die Glocke, damit ihr nichts mehr verpasst. Mein Stream am Mittwoch, den werde ich am Mittwoch in der Folge mittags, glaube ich, nochmal ankündigen, aber ich werde am Mittwochabend auf Twitch TV mal wieder streamen. Das habe ich mir jetzt so ein bisschen vorgenommen, dass ich immer mittwochs dort live komme. Link ist unten in der Beschreibung. Und wer noch nicht dort eingeschrieben ist oder was auch immer, also mittwochs werden wir auf Twitch so ein bisschen streamen, was auch immer, irgendein Motto haben wir immer. Und wenn nicht, geht immer ein bisschen quatschen, chatten, real life gehört auch mal dazu. Und ich hoffe, es hat euch trotzdem, wie gesagt, gefreut. Bis dahin, euer Toto. Clash.